Ja, hallo Leute, hier ist wieder der Lower Coach. Heute möchte ich mich mit dem Thema Wahrheit beschäftigen. Dazu werfe ich hier gleich am Anfang eine Aussage an den Kopf, die viele so wahrscheinlich nicht haben wollen. Wahrheit hat wenig Bedeutung. Es ist nicht wichtig, ob etwas wahr ist. Es ist wichtig, ob du das in deinem Erfahrungsbereich haben willst oder nicht. Darauf kommt es an. Denn du erschaffst deine eigene Wahrheit. Jeder Mensch erschafft seine eigene Wahrheit. Man muss überhaupt nicht um Wahrheiten kämpfen. Die meisten Konflikte in der Welt entstehen, wenn einer glaubt, irgendwie die absolute Wahrheit für sich gepachtet zu haben, was er ja wirklich glaubt, weil das, was er glaubt, reflektiert sich in seiner Welt. Und das wird eine selbstprophezeiende Wahrheit, was er glaubt, ne? Darum kann er auch überhaupt nicht verstehen, wie jemand eine andere Wahrheit haben kann, weil das ist ja völlig real. Also die Realität spiegelt ihm seinen eigenen Glauben wider. Also er ist da in einen Wahrheitswahn drinnen und merkt eigentlich gar nicht mehr, dass er selbst seine Wahrheiten erschafft. Und wenn man das mal erkennt, wenn man statt dem Begriff Wahrheit Schöpfung nimmt, ersetze den Begriff Wahrheit durch Schöpfung. Das ist meine Wahrheit, das ist meine Schöpfung. Dadurch bekommst du mehr Selbsterkenntnis. Und du bist auch nicht den Wahrheiten anderer Menschen ausgeliefert. Viele, viele Menschen können ja mit Wahrheiten gar nicht wirklich umgehen. Gerade im Bereich von Krankheitsdiagnosen, wo vielleicht sogar ein Arzt sagt, ja, sie sind unheilbar krank. Ja, aber das ist die Wahrheit des Arztes. Er kann sich eine andere Schlussfolgerung seiner eigenen Diagnose nicht vorstellen. Aber das hat eigentlich nichts mit dir zu tun, weil du erschaffst deine eigene Wahrheit. Du kannst aus jeder unheilbaren Krankheit, die irgendwer sagt, dass sie unheilbar, wieder gesunden, ne? Es gibt auch genug Beispiele dafür aus den tödlichsten Tumoren, Krebserkrankungen und AIDS-Erkrankungen gibt es immer wieder Menschen, die heil wieder zur Heilung finden. Ne? Und die haben wahrscheinlich für sich erkannt, dass es in erster Linie auf die eigene Wahrheit ankommt und nicht, was ein Arzt oder eine andere Autoritätsperson für wahr hält. Das ist völlig irrelevant. Entscheidend ist deine Schöpfung, deine Wahrheit. Darum bringt es auch nichts, sich mit Wahrheiten zu beschäftigen, die negativ sind, weil du willst das ja nicht in deinen Erfahrungsbereich haben, dann beschäftige dich nicht damit. Umso mehr du dich mit Dingen beschäftigst, umso wahrer werden sie in deiner Realität. Beschäftige dich mit Dingen, die du am eigenen Körper erleben willst.
Du erschaffst deine eigene Wahrheit. Es ist völlig irrelevant, was andere für Wahrheiten. Lass anderen ihre Wahrheiten. Du musst gegen andere Wahrheiten überhaupt nicht angehen. Jedes Individuum ist Schöpfer seiner Welt und seiner Wahrheiten. Ne? Solange du dich selbst als Schöpfer, als freier Schöpfer in deiner Welt siehst, kannst du gut umgehen mit den Wahrheiten anderer Menschen, weil du weißt, das sind ihre persönlichen Schöpfungen. Und diese anderen Wahrheiten gefährden nicht deine eigenen Wahrheiten. Ne? Wenn du stabil in deiner Wahrheit bist, dass das Leben gut ist, dass du ein schöpferisches Wesen bist, das seine eigene Realität erschafft. Wenn du selbst gut bist, wenn du selbst den Glauben hast, dass du gut bist, wenn du selbst den Glauben hast, dass deine Quelle gut ist. Wenn du selbst den Glauben hast, dass es gut ist, wenn du dich individuell und schöpferisch entfaltest, dann bist du am richtigen Weg. Du musst nicht gegen Wahrheiten unter Anführungszeichen, Schöpfungen anderer Menschen angehen. Ne? Wahrheit hat wenig Bedeutung. Wahrheit anderer Menschen hat die Bedeutung, die du dieser Wahrheit der anderen Menschen gibst. Solange du diesen Diagnosen nicht diese todbringende Bedeutung gibst, kommst du aus diesen Diagnosen raus. Wenn du dir diese Wahrheiten anderer Menschen überstülpen lässt, kommst du in Angstzustände und in Ohnmachtszustände. Du glaubst ja, diese Wahrheiten der anderen Menschen sind wirklich wahr, aber das sind ihre Schöpfungen. Das sind ihre Glaubenssätze, ihr Rahmen der Glaubenssätze, in denen bewegen sie sich. Ich habe selbst Operationen hinter mir, weil ich die Wahrheit von Ärzten geschenkt habe. Mit einem MRT-Bild bin ich zu drei verschiedenen Ärzten gegangen. Der eine hat gesagt, ja, da müssen Sie nicht operieren, das passt schon. Der zweite hat gesagt, ja, da müssen Sie nicht operieren, aber Sie können operieren, es könnte sein, dass es schlimmer wird. Und der dritte Arzt mit demselben Röntgen- und MRT-Bild, das er sich angeschaut hat, gesagt, ja, da müssen Sie sofort operieren, das geht so nicht. Ne? Also jeder Arzt hat mir andere Wahrheiten erzählt. Ne? Mit einem und denselben MRT-Bild. Ne? Drum, es ist wichtig, dass du deine eigene Wahrheit lebst. Deine Wahrheit ist auch wichtig, dass du dir sagst, denn mein Körper kann sich selbst heilen. Dann aktivierst du schon einmal viel deiner eigenen Heilkräfte. Ne? Nur wenn du dir ständig Angst machen lässt von Diagnosen, dann wirst du immer kranker und kranker. Ne? Du bist nicht das Opfer der Wahrheiten anderer Menschen. Erschaffe deine eigene Wahrheit. Gerne coache ich dich dabei, deine eigene Wahrheit zu entfalten. Melde dich einfach. Ciao.